Ja, wir haben hier in einer langgestreckten Kurve auf der B4 in Bönningstedt vorgefunden einen Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. Davon sind 3 Fahrzeuge relativ schwer beschädigt. Wir hatten eine verletzte Person zu beklagen, die bereits dem Rettungsdienst übergeben wurde und in ein Krankenhaus verbracht werden konnte. Das war von dem Zerstörungsgrad ein relativ schwerer Verkehrsunfall. Ein Transporter war schwer im Heck getroffen und auf die Seite gestürzt. Auch 2 andere Fahrzeuge waren sehr schwer beschädigt. Und wir haben jetzt die Betriebsstoffe abgestreut und soweit die Batterien abgeklemmt und den Brandschutz sichergestellt und leuchten gerade die Unfallstelle für die Unfallaufnahme aus. Das ist ein nicht alltägliches Bild gewesen, das kann man so sagen, ja. Musik.